Ich habe ein Kind, sie ist 10 Jahre alt und sie guckt, sagen wir mal, eine halbe, dreiviertel Stunde pro Tag Fernsehen, und zwar Kika, meistens im Beisein ihrer strengen Mutter. Und daneben hat sie ein Smartphone und ein Tablet, was mir gehört, was sie auch mitbenutzen darf. Und da sind die Zeiten reglementiert und sie hält sich einigermaßen dran. Und es ist ein bisschen paradox, finde ich, weil die benutzen Tablet viel mehr, als sie jemals oder als meine Generation jemals Fernsehen gucken würde. Also wenn wir 3 Stunden vom Fernseher gesessen hätten, hätten meine Eltern sofort irgendwas gesagt. Aber heutzutage, bei meinen Neffen und Nichten, die sitzen teilweise 5 Stunden vom Tablet. Meine größere Tochter, die ist 10, die hat einen Laptop zur Verfügung, den sie aber halt stark reglementiert nutzen darf. Zum Beispiel für ein Referat googelt sie oder recherchiert sie halt bestimmte Inhalte oder sie nutzt Lernspiele. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, nicht das große Verbot grundsätzlich auszusprechen, diese mehr wie früher. Das heißt, wenn ihr zu lange Fernsehen guckt, kriegt ihr viereckige Augen und sowas. Natürlich alles Quatsch. Also ich finde es immer wichtig, irgendwie Deals zu machen, vorher zu vereinbaren, wie lange was geguckt wird oder wie oft das Kapitel noch zum 12. Mal gelesen wird oder so. Dass man also ein Gefühl dafür kriegt, dass es irgendwie quantitativ eine Frage ist. Also jetzt ist es irgendwie gut, so, das haben wir. Jetzt sind wir voll, jetzt machen wir da was anderes. Und auch zu gucken, was ist vielleicht zu gruselig oder so. Meine Tochter ist 12, da entwickelt sich ja auch schon Eigenleben, obwohl wir das halt auch kontrollieren. Also ich sage jetzt mal, Privatsphäre bei Kindern auf dem Handy, auf dem Tablet gibt es nicht. Also jedenfalls nicht bei uns. Also da muss man schon gucken, wie sie es nutzen und in welchem Umfang sie es nutzen. Wie eine Grippe, es kommt so allmählich und ganz plötzlich da sind die digitalen Gewohnheiten. Die fangen so langsam an. Man gibt immer das Handy und dann kann man damit spielen. Plötzlich kommt ein eigenes Handy, kommt seine ganzen Schulfreunde auch, die sich dann auch untereinander infizieren, denke ich mal, oder sage ich mal. Und dann wird es halt deutlich mehr. Und dann plötzlich ufert das aus und man verliert schnell den Überblick. Außer man setzt irgendwelche Grenzen.